Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oxman Style 2 mit dem Janis. Und mit Niklas. So, wir spielen heute die Map Korridore. Und nach dem Einbruch unseres Erfolgs, also wir hatten die Folgen davor alle Male 5 Totenschädel. Letzte Folge waren es nur 3 und deshalb müssen wir diese Folge wieder reinhauen. Genau. Aua. Du hast dir doch diese Bogenschützen gekauft, oder? Ich hab mir die Bogenschützen gekauft, genau. Die werde ich auch gleich mal einsetzen. Genau, ich guck mal, das blöde Heilungsschmuckstück. Was hier kommt. Mittelschwerer Ockriger, schwerer Ockriger, Erdfürst. Ah, die sind ganz hart. Ogre, Troll, Gnolljäger, Koboldläufer, Armbrustork, Höllenfledermaus und Feuerkreischer. Ja. Okay, dann ist der Feuer... Ne, diese beiden Fledermäuse und diese beiden Teile sind neu. Der Erdfürst. Die hatten wir schon mal in dem Endlos-Level. So, was nehme ich mit Barrikaden? Brauche ich hier Barrikaden? Wir haben hier nicht nur eine Seite, sondern wir haben auch noch zwei hier unten. Die sind dahinter, ne? Oh, du Scheiße. Ja, Barrikaden brauchst du nicht, glaube ich. Barrikaden mache ich raus. Dafür nehme ich dann Verdrescher. Ja, kannst du machen. Ich wollte lieber die nicht. Felsbrockenrutsche. Felsbrockenrutsche brauchst du, glaube ich, nicht. Dann fand ich rauscht, ja. Wir müssen hier sehr nah verteidigen. Wo geht denn das zuerst los? Da hinten geht's zuerst los. Da hinten geht's zuerst los. Das könnte hier ziemlich hart werden, weil es ganz schön nah am Ausgang ist, ja. Willst du dann mal da oben drauf auf diese beiden Balkone deine Bogenschützen stellen? Ja, hier meinst du, ne? Guck mal zu mir. Hier, ne? Ja, genau. Zwei pro Seite erstmal? Ja, aber mach die mal erstmal hier einen hin. Ne, da bei dir, genau. Und dann würde ich sagen, dass du eventuell hier hinten noch einen hinmachst. Der dann. Ne, gut, der kann es nicht. Soll ich verkaufen wieder? Ja. Ich dachte, dass der damit auf den Spalt schießen kann, falls der einer durchkommt. Ja, oder doch, stellen da hin. Stellen da hin. Und dann kann er hier, wenn hier, wo ich stehe, gerade einer durchkommt, dann kann er den noch abknallen. Falls auf die andere Seite stehe ich genau denselben. Genau. Genau dieselben. So, und jetzt ist mein Geld auch schon aufgebraucht. Ich habe noch 200, bringt aber nichts. Gut, dann legen wir los. Es ist so weit. Geht's los. Wo kommen denn noch die fliegenden Teile rein? Wahrscheinlich auch da draußen. Nehmen wir mal an, da oben. Wo oben? Da oben. Oh ja, da kommen sie, ja. Kümmerst du dich drum? Ja. So viele schöne Tode hintereinander. Oh, die kommen weit. Spiel pausiert. So. Ich bin richtig froh, dass es in diesem Spiel keine Spinnen gibt. Gibt es hier auch. Scheiße, ich hab mir da oben raus, Mist. Fuck. Ich kann die gar nicht mehr abreißen. Doch, kannst du abreißen, aber erst wenn wir wieder bauen können. Ja? Ja. Wir können doch bauen, wir können doch dauernd verdauern. Ja, aber während der Schlacht können wir nicht abreißen, nur hinbauen. Und nach oben. Das kann ganz viel die Bogenschützen überhaupt bringen. Ich sehe die nicht schießen. Ach doch, jetzt sehe ich die schießen. Ich glaube, die taugen schon was. War ein guter Kauf. Das sind diese Erdfürsten, ja. Sind. Oh, das hat mir gerade einen ganz schönen Schrecken eingejagt, dass er gesagt hat, da. Wir sind in der Nordhalle. Ich dachte, da wäre einer durchgekommen. Okay, jetzt wieder hier.
Wieder nur hier? Ja. Meine Orks mag ich am liebsten geröstet. Ich finde das lustig, dass man meine Fähigkeit hier aufladen kann und dann nach Belieben klein, mittel oder groß abfeuern kann. Na, ja, das geht bei mir nicht so wirklich. So, wie viele waren das denn? Oh yeah. Oh, das ist ein Troll. Sehr gut. Neue Tür. Jetzt kommt die nur da raus, ne? Hm. Gut, dann werde ich das mal. Ich werde hier Feuerfallen hinbauen. Soll ich hier in die Mitte ein paar Bogenschützen hin platzieren? Hier so? Ja, das kannst du machen, das ist gut. Okay, mehr Geld habe ich leider auch nicht. Hast du nur sozusagen eine ganz kleine Armee dahin platziert? Oh yeah. Ich hoffe, die bringen's. Stimmt. Die kommen, müssten eigentlich nur. Versucht die mal nicht so durcheinander zu bringen, dann ist nicht gegenlaufen und hauen die so ab. Hoffentlich kommen die wirklich nur aus dieser Tür hier. Was ist das für eine neue Teufelei? Wir werden sehen. Sie brechen durch! Ich bin die Beste. Falls die andere Tür auch noch aufgehen sollte, dann gehst du dahin, weil da kommen auch die Flieger, ne? Ja. Ihr kleinen Pisser, ey. Okay, jetzt auf der anderen Seite. Los geht's. Da kommen sie! Kommt raus, ja. Aße. Wir bestehen aus so vielen Teilen. Wenn die immer nur aus einzelnen Türen rauskommen, wäre das ja ganz gut. Wenn die überhaupt mal rauskommen würden, wäre es gut. Ja, die bleiben immer da hinten. Ne? Ja. Yes. Oh, hallo. Nächste Welle, okay. Du bleibst mal hier, ich gehe schon mal ein bisschen nach hier, falls die jetzt. Hier genau, ich bleib mal hier. Mal gucken, wo die herkommen jetzt. Ich bin bereit. Okay, dann gehe ich auf die. Komm nur von hinten. Ich gehe hier hin. Ja. Egal. Guck einfach da, wo ich nicht bin. Ja. Also diese Bogenschützen bringen's mega. Ja? Ja. Und helfen sie dir gerade. Ich halte immer auf einen drauf. Ja, ich schieße gerade nur auf dich, aber egal. Ja. Jetzt schießen sie nur auf deinen. Oh, jetzt helfen sie mir aber richtig, ja.
Obwohl ich sagen muss, dass es hier sehr gefährlich werden kann. Wenn die hier einmal durchbrechen, sind sie, haben es geschafft, sind die alle da durch. Soll ich mal ein paar mehr Bogenschützen hier platzieren, oder? Ja, mach das mal. Oder lieber in der Haupthalle vielleicht ein bisschen. Ja, ich werde hier erstmal meine Fallen wieder verkaufen. Vor vorne oder was? So, hier darf eigentlich überhaupt nichts mehr durchkommen. Okay, ich wäre soweit. Ich bin noch schnell mal irgendwo Fallen platzieren hier. Hier mache ich noch eine hin. Ich bin auch soweit. Bleib ruhig mal erstmal vorne hier. Ach, es kommen jetzt so von vorne. Oh, ich hab gerade alle Bogenschützen, die ich konnte, da hinten platzieren. Oh, hier sind gerade zwei, ne, drei Gnolljäger. Alle verbrannt. Oh, jetzt kriege ich viele Fallen. Dass wir da einfach so rüberlaufen können, ne? Oh, diese Mistviecher, ich hasse sie, ne? Wie die Pest. Drei Golem. Vier sind das, oder? Nee, drei. Das waren vier. Was, wo? Fuck. Oh, scheiße, ich kümmere mich drum. Bitte hinten anstellen. Ach du Scheiße, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht gerade. Ich kümmere mich um hinten da. Ja. Ich habe nur darauf gehört, wie sie dann sagte, sie sind hinten. Ja. Und dann habe ich mich total erschrocken. Oh, diese Bogenschützen bringen richtig, ne? Ja. Ich hab da richtig viele platziert hinten. Die haben erst die ganze Welle hier auseinandergelegt. Jetzt kommen sie von beiden Seiten hinten. Okay, dann nehme ich die Seite, auf der du jetzt gerade bist. Gehst du auf die andere? Okay. Wie heißt denn der hier? Ogre, genau. Aber die Bogenschützen hauen ihn erstmal runter. Pass möglichst auf, dass die anderen Leute da nicht in die Richtung von den Bogenschützen gehen, ne? Ja. Weil die sind recht verletzlich. Du gibst nur Geld aus für die Fallen da hinten, ne? Ich platziere einfach wirklich viele Bogenschützen. Also für die Fallen da vorne. Oh mein Gott, was hast du hier gemacht? Ja. Hier steht eine Armee. Sehr viele Bogenschützen. So, geil. Sind oben. Siehst du das? Ja. Gut. Wenn ich so weitermache, gehen so, mit einem Schuss kann ich da immer so eine ganze Reihe killen. Voll aufgeladen. Also von den Kleinen zumindest. Geld, 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 Geld. Da ist Geld. In der Wand. Ah. Okay, eingesammelt. Ich hab mal ein paar Bogenschützen hier platziert. Jetzt kommen hinten ja, wieder. Oh ja, scheiße, hinten. Ich hab vergessen. Ich geh rechts. Ja. Aber die Bogenschützen, die hauen wirklich alles weg da, ne? Geben. Wie viele waren das ja? Doppelschmerzen mit Sahne, bitte, meinte die gerade. Sendo. Gut, mach hier nochmal ein paar Bogenschützen, würde ich sagen. Ja, hab ich gemacht. Los geht's. Wieder erstmal nur vorne.
Diesmal machen wir wieder 5 Totenschädel. Auf jeden Fall. Das, was wir hier arbeiten, brauchen wir mindestens 5 Totenschädel. Oh, der ist eigentlich verbrannt hier. Der ganze okay, Lane. Oben kümmere ich mich. Kommt da was? Was? Boah, die, Alter, die Bogenschützen können das alleine machen eigentlich. Ja. Und viele Tür. Oh, jetzt fallen jetzt die ganzen Linien da runter von den fliegenden Viechern. Ja. Dann platziere ich auch mal vielleicht ein paar Bogenschützen noch mal mehr hin. Sehr geil, jetzt will der die selber abknallen hier. Guck mal, der zielt auf den. Bleib mal vorne, bleib mal vorne. Die kommen nicht gerade gar nicht. Ich möchte mal gucken, wo die herkommen. Okay. Dann gehe ich links wieder und du gehst wieder rechts. Sehr gut. Boah, ich sehe vielleicht die Pfeilhagel von hinten, ne? Eine entzückende Mordserie. Oh, scheiße, ein Ogre, ich kann nicht gesehen. Wenn du so eine Lava-Fallen bei dir brauchst, dann sag Bescheid, ne? Ja, mach ich. Brauche ich aber gerade nicht. Ich habe die Höchstgrenze an Wächtern erreicht. Oh. Manno. Das letzte, was du je sehen willst. Und ich habe so lange keine Fallen mehr gebaut, dass ich jetzt noch 7700 Geld habe. Jetzt werde ich erstmal richtiges Lava mehr. Jetzt darf man richtig viele Fallen, ne? Und ich hatte mal hier ein paar von diesen. Gucken, ob die hier was bringen. Die so weit runterkommen. Boah, das ist doch scheiße, ey. Hier brauchen wir gar nicht mehr verteidigen. Hinten auch nicht. Okay. Machen wir jetzt einmal Pause. Und so beginnt es. Fürchtet mich. Hier können wir eigentlich immer nur rüberrennen, das ganze Geld einsammeln. Ja. So viele Tote auf einem Haus. Ich hätte gerne noch mehr Bogenschützen platziert. Naja. Oh, ich komme jetzt von oben gerade. Oder auch nicht, weil die gleich tot sind. Komm schon wieder von oben. Ah. Auf die Punkte. Mehr. Von hinten kommt. Kommen jetzt wahrscheinlich nur Ogre erstmal. Von deiner Seite, es gibt noch links welche, ne? Gehst du noch links? Ja. Oh, diese ganzen Bogenschützen, das ist das geil, ey. Ja, richtig, ne? Voll witzig. Erdversuch in Fallen gestickt. Jo, die betteln sich jetzt erstmal da. Sehr gut. Ja, kann ich ja eigentlich nur hier fallen immer. Nur für euch. Das ist an der Zeit. Vorne wieder. Ah ja. Dann komme ich da mal schnell hin. Gut an. Lass dir Zeit. Bitte hinten anstellen. Dass sie überhaupt rüberlaufen wollen. Ich meine, sehen das doch.
Ja, sind eben Orks, ne? Komm, guck mal, jetzt sind toll da an. Wie der hier rüberhampelt. Ja. Oben. No. Hinten. Wo? Ich sehe nur Pfeile. Scheiß Knolljäger. Ich hasse sie. Ja, die sind wirklich ätzend. Aber das sind mal ernstzunehmende Gegner. Ja. Ich bin gerade ein bisschen eng, guck mal, komm zu mir. Obwohl, es geht noch. Okay. Oh scheiße. Werde gelähmt. Oh, hammergeil! Ey, das musst du dir unbedingt nochmal angucken, wenn die Folge oben ist. Ich wurde gerade vom Oger so gehauen, ne? War dann betäubt. Und dann wollte der gerade Richtung Spalt rennen. Da ist diese Falle hier, diese eine Falle, und er rennt drunter durch und wird zermetzelt. Achso, die, ne? Hast du so eine Teilerplatz hier? Ja. Ich dachte eigentlich, ich brauch die nie. Aber jetzt rettet sie mir das Leben. Wenn ich so weitermache, gehen ihm die Orks auf. Ja, komm, ich bin hier raus. Ich will mehr Feinde haben. Und die werden dann so rumgeschleudert und fallen dann gegen. Ob die fallen dann werden noch verbrannt. Guck mal nach oben. Ist doch nichts. War gleich. Glaube ich. Vielleicht doch nicht. Das nennt man kreativ. Hinten aber. Das Spiel denkt sich, jetzt ist es böse, wenn wir beide Seiten verteidigen müssen. Oben ist es auch, ne? Ja. So. So viele schöne Tode hintereinander. Bist du oben? Ne, bist du nicht. Ne, brauchen wir nicht. Achso. Überlassen wir sich selbst. No. Das sieht wertvoll aus. Ja. Noch ein Schädel. Es sind zwei Schädel eingesammelt. Doch Walkguide eingesammelt. Wo hast du die immer? Ja, die nudeln dann dahin, wenn man irgendeine coole Sache macht. Was ist die Katze? Yeah. Oh yeah, das sind nochmal 5 Schädel. Mindestens, komm schon. 1, 2, 3, 4, 5. Oh yeah, das war doch also super. Krawumfasswerfer. Er stellt automatisch Krawumfässer. Krawumfässer finde ich jetzt nicht so toll irgendwie. Naja, aber wenn man die da so hinpackt und die rollen dann raus. Vielleicht ganz interessant. So, ja. Ich habe 18 Schädel und damit kann ich... Ich habe 12 Schädel. Eventuell. Ja, ich habe ihn letztes Mal nicht gekauft, glaube ich. Achso. Ja, damit kaufe ich mir die dritte Erweiterung vom Knochenamulett. Jetzt ist es das Mega-Knochenamulett. Mhm. Okay, ja, das war's dann auch schon. Ich glaube, ich spare mal, wo ich 12 habe. Egal, ich spare einfach mal. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und die nächste Folge wird wieder ein Endless Level. Also dann, bis übermorgen. Haut rein und ciao. Ciao.